Was hältst du von den Amphoren? Kenne ich gar nicht. Okay. Was ist das? Die sind sehr hochpreisig. Hochpreisiger als alles, was du bisher was gekannt kostet? Hast von Sergio. Boah, frag mich nicht, Amigo, aber die sind so, dass ich habe wahrscheinlich das schon verdrängt, so teuer waren die. Tausender oder? Mehr, glaube ich. Mehr als Tausender? Ja, ich glaube schon, ja. Die Form wurde auch ein bisschen diskutiert, wenn ich das so sagen kann. Das ist eine sehr interessante Form. Also ich finde, kann man sich auch mal als Vase hinstellen oder so, beispielsweise. 1700 Euro, kann man doch machen, 1700 Euro. Ja, aber wie viel ist da drin? Das sind 10 Milliliter wäre mir das wert. 10 Milliliter, 1700 Euro ist ja, doch nichts. Ja, was kostet die Welt, ne? Also das sieht nicht aus, als wäre da viel drin. Online only. Guck mal, 1550, wie viel ist da drin, Amigo? 6 Milliliter. Also bist du schon raus. Bei 10 Milliliter hast du gesagt, war okay. Also bei 6 Milliliter. Das geht nicht. Also bei 6 Milliliter. Also ihr werdet. Ja, nee, bei 6 Milliliter, nee. Was? Ja. Erzähl nochmal, dass die Kerzen teuer sind. Was? Ja. 6 Milliliter? Nein. Ja. Die hast du noch nicht gesehen, Flatte? Nee. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die streuen sich auch ein bisschen mehr in dem Bereich tatsächlich, ne? Zielgruppenmäßig so. Das sind schon mehr die Leute da, Dubai. hast du noch kein Sample-Set davon von Hermes gekriegt? Wieso das Sample-Set sein? 0,5. Yeah. Was soll das sein? Heftig, Alter, was geht denn ab? Ja, krass, ey. Das finde ich ja lustig, dass ich dir das zum ersten Mal zeige. Was? Hart, ja. Hast du schon mal gerochen? Mm-mm. Weißt du, was ich sagen muss? Ich will es gar nicht riechen. Weil am Ende ist das so gut, dass man weint, dass man das nicht. Also, ich war einmal, guck mal, Xerchow hat mich einmal geschockt. Und immer noch, ich rede mit Herbert manchmal darüber, selbst Herbert war drauf und dran, einen zu kaufen. Okay. Aus einem quasi, ne? Mhm. Und selbst für ihn als Distributor war es zu teuer. Ich bin immer noch dran. Was war das? Bei Harrods habe ich mal gesehen, ein Amethyst. Oh. Von Xerchow, von der Stone Labels, gibt es halt ein Flakon aus einem Stein. Also die ganze Flasche ist ein Edelstein. Und war das nicht die Basisidee von Xerchow? Genau. Und ich glaube, Herbert hat noch so ein bisschen mit daran. Genau, das war der Ursprungsding. Ja. Nur die Sache ist, damals konnte man wählen, also damals hat Xerchow das in diesem Murano-Glas verkauft und in diesen Edelstein. Mhm. Und du hattest quasi dann lebenslang Refill umsonst, aber halt die Flasche hat gekostet, je nach Stein, auch 60 Mille. Okay, also pass auf, ich würde es machen, wenn auch lebenslang Kühlschrank-Refill mit drin ist. Und dann du zapfst das so ab. Oder Soda, Parmaschinken, bla, muss immer gefüllt werden. Das habe ich damals das erste Mal gesehen bei Harrods. Da hatten die so ein Ding in lila stehen und so. Und wow. Das war schon heftig, ne? Heftig, aber das ist natürlich krank, Mann. Das ist ja, also, Riechen kostet schon knapp 300 Euro. Überleg mal, so ein Kollege kommt zu dir, mach mal drauf und so. Ich weiß nicht. Nee, du kannst auch so riechen. Nee, ich würde es gerne probieren. Nee, ich muss mal so ein Fullwear. So musst du schon springen lassen. Ne? Eieiei. Heftig. Ja. Aber guck mal, so ist die Welt. Das brauchst du. Und siehst du ja, alles sold out. Das brauchst du. Alles sold out. Das alles sold out, Leute. Alles sold out. Also rare. Temporary out of stock. Ja, aber gut, ne? Diese ganzen Scheich-Leute hin und her, die. Wird es auch ein paar aus Europa geben. Vielleicht nehmen die das auch, um ein Bild aufzuhängen. So. Ich meine. Da hat er sich auch gedacht, der macht. Jetzt hau ich mal einen raus. Jetzt hau ich mal einen raus. Each amphora contains half dollar, which is 6 mil, so pure attar, and comes with half dollar refill of the same attar, of course. 6 plus. Ich kann das nicht. 6 plus 3. Warte, machen wir mal so. 6 plus 3. Each amphora contains half dollar, which is 6 mil, so pure attar, and comes with half dollar refill of the same attar, of course. Nochmal 3 umsonst. So these unique objects are designed to stay with the owner for a timeless period and are fully refillable of the same attar or other attar from the collection. Each attar of the amphora collection is named after a number. The number comes from an attar recipe book, and I thought it would be easier to use a number instead of a name in order to avoid the risk of misleading expectation of the perfume styles and performances. But now let's get more in detail on each of the 6 attars which are part of the amphora collection. The second amphora attar is number 16. Number 16 can be recognized by this beautiful coral paste top, which adorns the top of the amphora. Now, this number 16, I would call it a little bit more traditional, because we have Cambodian oud inside this attar, and which is blended with
vanilla again with from Madagascar. So okay, apart from these two important elements, which also am Ende, ich finde, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde solche Sachen genauso wie Formel 1 für Autohersteller, das sind Sachen, die experimentell sind, um neue Dinge auch zu machen. Für die Weiterentwicklung der Marke sind solche Schritte okay. Also man kann natürlich haten oder wir Deutschen würden jetzt sagen, ja, warum macht er denn sowas, warum ist das so teuer und so weiter. Ja, es gibt ja die Zielgruppe dafür, offensichtlich. Erstens, also, ne? Also und wenn er darauf Bock hat, ist okay. Und ich sag dir wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht würde ich, also am Ende, ich überlege, sagen wir mal, ich zahle die Hälfte. Mhm. Okay, dann ziehe ich mir halt ein. Mhm. Ich habe mir schon Udöle gekauft, die waren bedeutend teurer. Wow. Aber ne, Udöl ist auch ein bisschen mehr, also. Okay. Oder, nee, warte mal, Tola, der sagt gerade, hat er gerade wie viel? Ein Tola gesagt, ne? Ich habe drei, ne, okay. Aber die Preise sind, also so teuer, muss ich sagen, ist der gar nicht. Weil wenn du mal überlegst, in Dubai zahlst du teilweise für, da zahlst du teilweise für manche Öle schon so 4.000, 5.000 Euro. Und das sind ein Tola, zwei Tola max. Mama. Ja, ja. Aber da hat mich das auch nicht gestört. Also von daher, und hier, ich kriege hier noch einen Stein mit da oben drauf. Also ist okay. Finde ich. Ja, und ich meine, so als Collector, und dann hast du ja auch etwas, was wirklich wenige haben werden. Ja, so, vor allem ne? von Zertschow, ne? Ja, das ist halt das, ne? Ja, sonst. Gut, dann sind die Angebote in deinem Shop deutlich günstiger. Ja. Da, gute Vorlage. Da muss man sagen. So, wir können noch einmal gucken, was haben wir hier noch? Ich bin, glaube ich, jetzt gerade das erste Mal auf der Webseite oder das zweite Mal. Also, wir gucken mal durch. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben also Deals anscheinend. Zum Beispiel Discovery Set, das habe ich mitbekommen. Wenn man einen Duft bestellt, gibt es Discovery Set dazu. Parfums de Mali, was haben wir hier? Parfums de Mali. Gibt es Shower Gel? Ah ja, und genau. Bei manchen Herstellern dürfen wir nicht. Also da reduzieren wir nicht. Und dann gibt es halt von uns immer diese Fünfer-Tester mit dazu. Das haben wir bei Parfums de Mali, okay. So, dann, was haben wir hier? Gebauer und Gebauer, was haben wir da für Deals? Sehen, was meine Mutter gemacht hat. Okay, heftige Deals. Ach, guck mal, ich hätte gedacht... Oh, die Tasche ist schön. Die Tasche, ja, ist schön. Ich hätte gedacht, dass sie tatsächlich die Herbst-Winter-Jacken und so mitmachen würde, hat sie aber nicht gemacht. Tja, okay, gut. Hast du den eigentlich mal probiert? Ja, habe ich. Also, zugänglich, absolut. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt die Duftbunker-DNA, sag ich mal. Ja. Ne? Aber ich finde, da hast du auch eine ganz andere Richtung nochmal eingeschlagen und den auch, ich sag mal, noch easier to like für die größere Masse halt gemacht, finde ich halt. Ne? Also das war schon cool. Und ich finde vor allem den Flakon richtig nice. Also das finde ich schon, ist eine schöne Nummer, eine schöne Alternative zu dem, was man bisher gesehen hat. Ja, bei Salam oder generell bei, ich sage euch eine Sache, ne, damit wir das auch, also ich habe heute mit Herbert telefoniert, Anfassdüfte, die nächste Lieferung kommt im Februar. Das heißt, wenn ihr was haben wollt, ich sage euch so, wie es ist, entweder ihr kauft jetzt oder wenn es weg ist, dann im Februar nächsten Jahres könnt ihr das nächste Mal Ware bekommen. Boah, lass ein Salam für mich übrig. Ja. Oh Gott, ey, das ist, boah, heftig, Februar. Ne? Ja, also realistisch, weil ich habe Herbert heute gefragt, so was mit Presale. Sagt er, du machst Presale, ich kann dir nicht garantieren, es wird Februar werden. Das ist stark, ne? So, also, was haben wir? Wir haben einmal Alexandria mit allen unseren Düften, dann haben wir Xerchov, Erbapura, Accento mit Red Ishq. Was hältst du von Red Ishq? Ja, Red Ishq hatten wir ja auch schon mal so, ich finde, der ist super gemacht. Ich habe nur meine kleinen Problemchen mit dieser Baccarat Rouge Nummer und deswegen gewinnt er jetzt nicht so stark bei mir. Also, ne? Aber ich finde, die Erdbeernummer da drin ist nice. So ist also Erdbeer zu kommunizieren auf diese Art ist cool. Ja. Ist cool, aber wenn du mich fragen würdest, welchen Duft ich so universell nehmen würde, Salam ist natürlich... Ja, gut. Ist also auch für mich unschlagbar bisher vom ganzen von Haus, ganzen, ehrlich gesagt. Ja. So. Es gibt noch einen Oud-Duft, der wird dir überhaupt nicht gefallen, aber der gefällt mir. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber irgendeinen richtig starken Oud-Duft. Okay. Den finde ich echt sehr cool von dem Hersteller. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Es gibt noch einen Rahaba oder so heißt der. Kann das sein? Das bin ich da. Ist das der? Den finde ich gut. Rahaba finde ich gut. Nee, aber der ist nicht so udig. Der hat vielleicht auch irgendwo Oud mit drin. Aber den finde ich jetzt so nach Salam von dem, was ich kenne, so an zweiter Stelle sehr geil. Okay, dann haben wir noch einen Mega-Deal. Und zwei, pass auf, jetzt halte ich fest, zwei Kirke. Zwei Kirke und ein Quinto Canto random umsonst. Boah. Gut, Alter, das ist schon fast Idealo Kaufland Dings-Niveau. Ich sehe neue Shops aufmachen auf Idealo, wenn die jetzt, weiß ich nicht, 50 Mal das einkaufen, können den Shop aufmachen. Das ist heftig, ne? Genau. Das ist krass. Quinto Canto, also das sind so die üblichen Mesiate, dies, das und so weiter. Okay. Da wird ein White Label von gemacht, das ist ein sehr attraktiver Deal. Was haben wir hier? Parfums de Mali, klar.
Hier ist Initio auch klar. Hier ist, glaube ich, Rehab. Was haben wir hier dabei? Paragon, Psychedelic Love und Herod. Ja, ist auch gut. Ja, kann man nichts falsch machen. Nee. Dann haben wir hier ein bisschen mit Len. Mhm. Len, warst du, bist du da eigentlich schon mal eingestiegen? Ja, schon. Also ich mag den Try to Follow Me sehr gerne und den Just Roulette. Wahrscheinlich die zugänglichsten oder so, sag ich mal, von denen so. Aber die gehen halt auch so ein bisschen zitrisch, ja, und so weiter, frisch. Die mag ich sehr gerne. Hast du diese Ibiza? Ibiza finde ich sehr interessant. Auch, ich bin aber trotzdem so bei ich sag den. Dir, ich mag keinen Kanal. Also ich mag diese Hanfnote. Das ist nicht so mein Vibe. Oh, da gibt's aber. Boah, da gibt's. Also das zeige ich dir mal privat. Okay. Zeige ich dir mal 2, 3 Cannabis-Geschichten, wo du wirklich. Also die riechen wirklich, als ob du gerade dir einen durchgezogen hast. Wenn du das mal in der Jugend mal gerochen hast. Wenn du diesen Clip jetzt rausschneidest, nur das rausschneidest, das zeige ich. Soll ich dir privat so benennen? Okay. Auf jeden Fall gibt es Sachen, die unglaublich interessant sind, wo du, wenn du diesen Geruch eigentlich nicht magst, als Parfum interpretierst du das, obwohl das sehr nah dran ist, irgendwie anders. Das hat wirklich Klasse. Ne? Mhm. Bei diesem Last Call to Ibiza, auch den finde ich interessant. Was jetzt nicht so ganz meins war dieser 27 in Macau. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, obwohl der wird gemocht von vielen halt so, ne? Ich finde die Namensgebung sehr gut. Ja, auch die Stories dahinter sind total. Stories sind auch gut. Ja, also, sie ist auch total witzig, ne? Die Lady dahinter die ist und lustige. So. Ja, ja. Die ist ne? Ja. Ja, also ist ein sympathisches Haus auf jeden Fall. Ne? Gibt es einiges halt, was man entdecken kann. So, von daher gibt es 3 Stück: Try to Follow Me, Pivarot und so weiter. Ich habe keine Lust, jetzt alles durchzugehen, aber Emil Elise haben wir ja auch gebundelt. Dann gibt es. Hier Favoritenbundle, Accento mit Amorist. Hast du jetzt Amorist eigentlich gerochen? Hast du nicht gerochen? Nein, pass auf. Nein. Also ich habe ihn ja, glaube ich, aus der Szene außerhalb dieses Hauses habe ich ihn, glaube ich, relativ früh gerochen. Aber mein Paket ist verschollen gegangen. Ah, das? Ja, okay. Ne? Aber gerochen habe ich ihn das erste Mal, das war schon etwas länger her, den hast du mir dann gezeigt. Halt so, ne? Aber so richtig studieren konnte ich ihn nicht, weil das Paket nie angekommen ist. Ja, schön, Bello. Richtig schön. Ja, wir sind auch jetzt am Ende von, also wir hatten, das erste Batch ist jetzt gefinished, das sind die letzten Flaschen und nach der Sommerpause kommt dann das neue Batch. Batch schon ausverkauft? Ja. Okay, das Interesse scheint also ordentlich zu sein. Also geil. Natürlich Orange Flamingo ist Nummer 1, aber... Bello bleibt auch Nummer 1. Ja, also aber ja, das macht sich schon gut. Ich weiß, es ist vielleicht relativ hart oder so, aber der ist wirklich hard to beat, finde ich so. Also meine personal opinion... Da hast du ein Ei gelegt, was schwer zu überbieten ist halt so, ne? Also Orange Flamingo, Wahnsinn. Guck mal, wir gehen mal kurz Dinge rein, wie die Bewertungen sind, ne? 8,0. Ich glaube, und Dings ist gut. Nur minimal besser. So, wo sind wir hier? Geht das nochmal hier? Marc Gebauer hier drauf. Und jetzt gehen wir mal Orange Flamingo. 8,2. Ja, gut, aber ne, du musst natürlich im Verhältnis setzen halt, ne? Wie viele? Nein, nicht wie viele, sondern wie lange auch schon, weißt du? Es gibt ja manchmal eine Art Hype. Dann gibt es eine Art Hate, bla bla bla. Durch das ist Orange Flamingo schon komplett gegangen und ist da. Guck mal, ich sag dir, was bei uns immer gleich ist. Wir bringen das Parfum raus, die ersten 2 Tage... Ist scheiße. Ich mag den nicht. Okay. Ich hätte jetzt gedacht so, mag ich nicht. Die ersten 2 Tage ist alles top. Und dann, wenn die Abfüllungen von diesem Zug oder so kommen, dann geht's bergab. Dann geht es, sagen wir mal, so 2, 3 Monate so ein bisschen so lala, dann geht es ein bisschen runter. Und jetzt zum Beispiel, guck mal hier, kein schlechtes, ich wollte gerade irgendwas Lustiges vorlesen. Okay. Aber hier ist ja wirklich, geht synthetisch, ja. Also normalerweise, wir haben hier, wo sind die ganzen Nuller oder Einser? Normalerweise muss hier so Einser geben. Aber es hält sich nicht. Aber der ist aber, also wenn man es jetzt mal wirklich jetzt objektiv, ich meine, wir kennen uns, mag sich ja auch hin und her, bla bla. Aber außerhalb dessen, wie soll man so einen Duft haten? So, ich finde jetzt keine Beispiel, Kanten sagst, oder so. Also dass der riecht künstlich. Das ist Dings. Das Beste, was wir hatten, war, als ein Typ das zurückgeben wollte, weil er gesagt hat, bei Parfum haben die geschrieben, dass das auch Damen tragen. Das war das Beste. Oh, okay. Und dann hat er gesagt, ja, Vortäuschung falscher Tatsachen, weil es als Herrenduft advertised wurde. Man kam so mit rechtlichen Schritten und was so. Was ist mit ihm? Ja, heftig. Okay. Das so. Ist das nicht dieser Sprung...
wenn, was weiß ich, wenn Kunibert springt, springst du auch? Oder was? Was ist, keine Ahnung. Okay, oh, das ist hart. Wenig Persönlichkeit, sorry. Wenn man Philipp das mal so Stehling mit 500 Bits, alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank, Leute, für die ganzen Geburtstagswünsche. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als an meinem Geburtstag. Boah. Mit mir zu sein. Aber jetzt live im Stream zu sein und so weiter, ne? Das macht mir am Ende am meisten Spaß. Die meisten Leute, das jetzt, soll jetzt keine Abwertung gegenüber meiner Familie sein, aber wenn ich mir so vorstelle, was kann man machen? Wir haben ein bisschen hier dies. So generell hier im Stream zu sein, ist eigentlich, ich kann mir den Geburtstag nicht schöner vorstellen. Du hast eine Menge positiv, gebundelt positiv, dir positiv gestimmte Leute, weil ich glaube, Leute, die dir nicht positiv gestimmt, wie, was sollen die stundenlang in so einem Stream? Ja, vor allem, du musst auch so bezahlen, um mir was hinzuschreiben. Okay. Schöne Nummer. Ja, so ist das. So, von daher, was sagst du? Amorist kann man auf jeden Fall machen, ne? Sollte man. Ja. Sehr schön. Ich bin noch gespannt darauf, den auf Haut zu erleben, weil ich habe ihn jetzt das dritte Mal rieche ich ihn auf Papier. Aber den muss ich dann mal ausgiebig, wenn es soweit ist, dann mal auf Haut testen. Sehr gut. So, was haben wir noch? Schönes Release. Was haben wir noch mit Orange Flamingo und Erbapura? Zum Beispiel bei mir, ne? Nutzt du Erbapura noch? Also, weil komisch, Leute fragen, du bist nicht der Erste und es kommt häufig. So, wie soll ich sagen? In dem Moment, wie dieser eine Kunde, der da gelesen hat, das ist das, bla bla bla, und sich so beeinflusst, ich ziehe Erbapura komplett raus aus jeglichem Hype, aus jeglichem Hate. Das mache ich mit vielen Düften so. Liebe ich das? Dann trage ich das halt so. Mir kann keiner erzählen, fünf andere Leute in der Straße tragen, das ist mir egal, ich erlebe den doch. Und auch meine Persönlichkeit trägt den Duft auch anders. Weißt du, also gibt es niemals eine Barriere bei irgendeinem Duft, den ich liebe, weil der jetzt gerade mal gehypt wird, weil viele den angeblich kennen. Aber am Ende sowieso, es ist auch so eine Lemming-Nummer. Wenn einer sagt, oh, der ist aber so gehypt, jeder kennt den, bla bla bla. Ja, aber hast du den schon so oft an jemanden gerochen? Und die Antwort ist dann, nö. Ah ja, also. Weil ich sag dir, das ist ein guter Punkt, weil zum Beispiel, ich sag dir ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel die Leute zu mir kommen, so mit Orange Flamingo und ja, Orange Flamingo ist mein Lieblingsduft und so. Ich bin halt, also nicht, dass ich davon genervt bin, aber ich sag mal, wir haben auch andere Düfte, die gut sind, ne? Aber ich selber erwische mich halt, ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal Orange Flamingo, als wir gesagt haben, okay, lass den mal hinstellen, ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal eine Story über Orange Flamingo gemacht habe. Wow. Weil ich mir so denke, Alter, jeder, das verkaufen wir rauf, runter, jeder, alle tragen das, aber auf der anderen Seite hast du es recht, du musst einfach das rausnehmen, ne? Du musst dich davon freimachen, weil wenn du dich so beeinflussen lässt, Nummer eins finde ich, also die erste Sache ist halt so in dem Moment. Er sagte zum Beispiel früher, ne, bevor er rauskam, das war ja auch eine sehr lange Produktions, also bis das fertig war, war das sehr lange. Ich habe den Duft jeden Tag getragen, bevor er erhältlich war. Aber dann wahrscheinlich auch in verschiedenen Variationen, damit du als der Feststand auch. Ich habe den wirklich jeden Tag getragen. Okay. Und irgendwie bei mir ist so, wenn der Duft rauskommt, so dann verliere ich ein bisschen das Interesse. Ja, okay, aber du hast ja dann neue Sachen, die entwickelt werden. Damit musst du dich ja dann beschäftigen. Das ist ja wieder was anderes halt. Ich kann dir genau sagen, wann ich eine Story gemacht habe und ich kann dir auch genau sagen, wann ich ihn das letzte Mal getragen habe. Und zwar vor ein paar Tagen in Rimini halt so. Und, habe ich dir erzählt, drei Kellner sind zu mir, was trägst du da, was ist das, bla bla bla. Also das heißt, auch in einem Land wie Italien, wo halt auch die Duftkultur eine relativ etablierte ist, so jeder beschäftigt sich mehr oder weniger mit Düften, das ist halt Teil der Kultur halt so, war beeindruckt von dem Ding halt so, ne? Also macht sich gut, definitiv. Ja, also nach wie vor auch das der meistverkaufte Duft. Ich sage dir, das wird auch schwer zu toppen. Also ich bin gespannt, ich wünsche dir das. Das nächste soll schon das sein, was also, das toppen kann, aber Alter, das Ding ist Hammer. Also zum Beispiel diese Kombination mit dunkler Kirsche und Oud und so. Mein Herbert hat jetzt gesagt, es ist zu viel Oud da drin, aber ist schon, also ich bin schon dran an ein paar Sachen. Ah, schön. Ich liebe den Duft, der ist einfach mega. Ja. Sehr, sehr universell, auf jeden Fall einsetzbar und ja, sonst haben wir hier unten, was haben wir hier unten? Naxos und Parfums de Mali. Ich hatte heute in meiner Story, es gibt sowas, das heißt, falls ihr meine Story gesehen habt, was war es nochmal? NLP, glaube ich, nennt sich das. So das? Programming, dass du dich selber programmierst. Aha, okay. Also okay. Zum Beispiel in der Story, die ich gepostet habe, ging's, kann man den Daily tragen, Orange Flamingo, Orange Flamingo's Daily, kannst du immer tragen. Und zwar geht es darum, dass halt gesagt wurde, um selber schwierige Situationen zu überwinden, okay? Also was kannst du machen, damit du schwierige Situationen überwindest? Wie kriegst du dich darauf programmiert? Mhm. Und da ist so eine Technik, das hatte ich in meiner Story, das quasi, sag mal, du hast einen Erfolg, allgemein einen Erfolg, egal was, du hast irgendwas geschafft.
und dann nimmst du einen sehr starken Duft, unabhängig, der kann jetzt Parfum sein, das kann aber auch irgendwas anderes sein. Und halt du sollst halt deinen ganzen Körper anspannen und dann daran riechen, wenn du diesen Erfolg hattest und das immer wieder wiederholen, sodass wenn du den riechst, damit verbindest, dass du etwas überwunden hast. Okay. Und das Lustige ist bei mir, ich habe tatsächlich bei Air Tiger, immer wenn ich sehr wichtige Termine habe, so, das ist auch Hom, ist es auch, Nebel Hom, aber Air Tiger ist tatsächlich so, immer wenn wichtige Termine sind oder so, oder wenn ich jetzt irgendwie in einem Stadion moderieren muss, habe ich immer den Duft, das ist auch so. Ich habe das selber so okay. in mich hineinprogrammiert. Okay, aber da siehst du natürlich halt so, wie schlau diese Technik ist, denn wenn die Leute das noch nicht so für sich entwickelt haben, wie viel Power tatsächlich, die Macht der Düfte, wenn du musst es einmal zulassen, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Und dann verstehst du auch, warum man so etwas miteinander halt kombinieren kann. Weil es so tief ist. Unsere Vorlieben für Düfte, die haben so viel mit unserer Geschichte zu tun, was wir in der Kindheit erlebt haben, wo wir uns bewegt haben und so weiter. Ja. Also du kannst unglaublich, ich kann diese Technik unglaublich gut nachvollziehen. So, und dann möchte ich auch noch, ich will den Duft auch miterleben. So, ne? Und deswegen, guck mal, diese... Du möchtest der Duft sein. Ja, eine Mischung aus meiner persönlichen und dem Duft. Also, pass auf, das Ding ist halt so, ich lache mich immer wieder tot, wenn es dann irgendwelche Anleitungen gibt. Ja, die Pulspunkte, ne, und dann machst du vielleicht so. Oder dann hier oder hinter dem Knie, bla bla bla. Oh, ganz einfach, wenn du einen Duft liebst. Sag mal, weil die Leute haben mich auch gefragt, was ist die richtige Anleitung? Wie soll man richtig... Also richtig gibt es nicht, aber die einfachste... Und beste Variante, gerade wenn du einen Duft liebst, geh dich bitte duschen, das sowieso. Also, komm da raus, sprüh dich voll, zieh dich an, sprüh dich voll. Fertig. Das war's. Also full. Full. Mach's komplett. Okay. Aber buh. Ne? Also wie gesagt, also da gibt's keine Zahl. Mach die Flasche leer. Da gibt's keine. Wenn du doch einen Duft liebst, halt so. Warum? Nee, eins, zwei, so, was, weißt du? Du machst Layering on dir. Ja, so. Ja. Du kommst aus der Dusche, bist noch, also dann kommt erstmal Bodylotion, ne? Du bist noch halb nass, halt so, ein bisschen Bodylotion dran, zack, boom, voll drauf, anziehen, drauf und das war's. So geht's los. Halt. So ganz einfach. Für den darfst du nur drei nehmen, da darfst du nur fünf nehmen, da darfst du nur einen nehmen. Was soll dieser Stress? Liebst du einen Duft? Trag den. Weißt du so? Also, das gibt's gar. Ja, egal. Ne? So, am Ende muss sowieso jeder für sich das machen, wie er will. Aber wie einfach ist das? Hast du gar keinen Stress mehr. Weißt du, diesen Duft nur zwei. Nein, gib ihm halt. So, ja. Weißt du?